So, mein Weibchen, was kann ich jetzt also für dich tun? Ich könnte noch deine Hörnchen kaputt machen. Erstmal gibt's eine schöne gute Nachtgeschichte. Bing! Wer kennt sie nicht? Und Hani freut sich noch, weil sie mich weggeschleudert hat. Du hast dir echt viel zu viel von Toni abgeguckt. Ohne Spaß. Da musst du wirklich nochmal in die feline Schule gehen und dir anschauen, wie es wirklich gemacht wird. Toni hat einen viel zu bösen Einfluss auf dich. Du darfst ihm bei der freudigen Tat, die ihr zwei zusammen habt, nicht immer so genau zuhören. Der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Oder wenn der früh anfängt. Was es beides ja meistens der Fall ist. Ich finde auch diese Aussage, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist, immer äußerst genial. Ja, man weiß ja, Tage immer gleich lang. Und dementsprechend erzählt er jeden Tag gleich viel Mist. Und ja, es ist schön, Sino klärt auf. Oder Sino sinniert Sülze. Immer wieder ein äußerst beliebtes Format in meinem Kopf. Ich fand es übrigens auch sehr unfair, um mal kurz jetzt eine gefühlte Minute zurückzugehen, dass ich diesen Bodycheck des der Diablosin, ne? Die Diablosine, wer kennt sie nicht? Sehr fruchthaft und auch sehr nahrreich. Ich diesen Angriff ausgewichen bin, perfekt gemäut und mich dann Deremopra hinterrücks aus meiner Verteidigung in meinem Sprung rausgeschleudert hat. Das finde ich dann schon wieder nicht mehr so grandios und eigentlich sollte das irgendwie bestraft werden. Geil, aber leider wurde es nicht, weil der Remograf liegt da immer noch rum. Das kann ich zwar sehr schnell ändern, aber man muss ja nicht alles sofort machen. Oh, Schwein gehabt. Jetzt nochmal ganz ruhig dich umdrehen. Ja, wunderschön umgedreht. Ich meinte eigentlich überirdisch, nicht darunter. Sogar der Remopra spuckt auf sie. Der hatte bestimmt kein leichtes Leben, gemobbt von allen, selbst von fliegenden Remopras. Sehr schade. Auch wenn es spät ist, Sinu, bitte nicht in den Angriff der Diablosine reinrennen. Fast so schlimm wie in einen Angriff einer Cosinus reinzulaufen. Die greifen einen nämlich immer von Bäumen an. Da fliegt der Cosinus runter und trifft einen dann meistens auf den Kopf. Meistens von Sinusäffchen geworfen. Wer kennt sie nicht? Honey, ernsthaft, du sollst mir die Eier schaukeln, nicht dir. Und das war zu viel Perversität für meine PSP. Ein Glück habe ich hier direkt nebenan mein wunderbares Ladekabel. Denn die Quest, die wird jetzt, auch wenn es Störgeräusche geben wird, noch vollendet. Ah, meine Fresse. Immer diese undankbaren technischen Gegenstände, denen ich wunderbar ein Zuhause bei mir biete und die dann dafür sich einfach nicht selber aufladen können. Ich gebe denen sogar freien Zugang zu Steckdosen. Und trotzdem ignorieren sie das. Meine Fresse. Aber gut. Wenigstens die Diablosine weiß, von welchem Stamm sie abgefallen ist oder demnächst fallen wird. Und begibt sich wieder zurück in ihr Lager. Ich glaube, sie ist gerade nicht wütend. Egal. Hauptsache, wir kriegen die ganzen Items noch los, bevor der Kampf vorbei ist. Oh, das hätte ich nicht so laut sagen sollen. Das hätte ich lieber für mich behalten sollen. Diese inneren Gedanken, dass ich den Kampf schon so gut wie gewonnen habe. Es ist zwar kein Dämonenkönig, aber es ist eine wütende, weibliche Diablosine. Es ist so gesehen die Prinzessin. Und Prinzessinnen können äußerst böse sein, wenn man da nicht genauer aufpasst. Siehe Mimi aus Digimon. Die kann auch äußerst gereizt reagieren, wenn man da mal kurz nicht aufpasst. So, hier kriege ich erstmal noch eine Schallbombe ab. Ich weiß, ich sollte eigentlich demnächst mal wieder schärfen. Aber wofür hat man nicht seine übersinnliche Kraft, wenn man sie nicht hier mal kurz nutzen will? Würdest du noch kurz auf den Boden der Tatsachen zurückkommen? Dankeschön. Äußerst liebenswürdig von Ihnen. Ihnen in diesem Fall natürlich groß geschrieben. Großrespektig. Du hättest ruhig staggern können. Jetzt stehe ich hier nicht so geil, aber dafür gibt es ja Footsteps. Da du eh wütend bist, wirst du bestimmt eine Flashbomb abkriegen. Ja, habe ich in deinen Augen gesehen. Die haben schon so gefunkelt, als sie mich gesehen haben. Da wusste ich, aha.
Du willst die Flash Bang doch auch. So sagst du gerne Bang, Bang, Bangeli Bang. Und sagst Bang, Bang, Bangeli Bang. Schon ganz schönes weibliches Bängelchen. Und so langsam wird's abstrus. Ich sollte aufhören und mich mehr auf die Footsteps konzentrieren. Wer weiß, in was das hier sonst noch endet. Das Geniale im Vergleich zum Dämonenkönig ist natürlich auch, dass sie nicht einhörnig ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und man sie halt eben mehrmals in die Wand reinrennen lassen kann. Nicht nur einmal. Was auch äußerst grandios ist. Oh, das ist schlecht. Bei einem Dämonenkönig wäre ich jetzt schon so gut wie tot. Bei ihr, fuck it, sie zieht mir kaum Leben ab. Weiß nicht, was das für eine Request sein soll. Dann macht sich die Fatalsrüstung tatsächlich so ein bisschen belohnt. Ich bin zumindest der Meinung, gegen den Mondkönig habe ich wesentlich mehr Schaden bekommen. Ist ja auch ein Mondkönig, kein Dämon-Dämchen. Das Dämchen kann sich zwar weiter wegbewegen, aber König, wenn der einmal zuschlägt, ist das halt die größere Demütigung, macht halt mehr Schaden. Ist wie gesagt beim Schach genauso. Wenn du vom König geschlagen wirst, also vom König schachmatt gesetzt, dann hast du definitiv irgendetwas falsch gemacht. Oder der Gegner ist einfach nur grandios, aber das will man ja meist nicht zugeben. Genauso wie man wenig selten zugeben will, dass man selber einen Fehler gemacht hat. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Das war Beschallung in allen Seiten. Dolby Surround Sound. Nicht von Dolby, sondern von Dobby. Stiefcousinen verwechselt man gerne mal. Ja, Cousinen. Beide weiblich. Und so ähnlich wie die Twix-Brüder. Halt die Dolbinen-Brüder. Und irgendwie labere ich heute mehr Scheiße als sonst. Tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Könnte an den weiblichen Besuch hier in der Wüste liegen. Ja, die Wüste darf man ruhig doppelt deutlich verstehen. Und wir haben keinen Farbbeitrag gemacht. Da vergisst man sie einmal zu markieren. Und schon ist sie über alle Berge verschwunden. Ach, schade. Aber na gut, was soll's. Übrigens habe ich mir aufgeschrieben, von wem die Request ist. Nein, das habe ich natürlich wieder vergessen. Sorry. Kannst gerne in die Kommentare schreiben. Von mir. Mir hat das zu verdanken. Dann erwähne ich es vielleicht im Nachhinein nochmal. Ansonsten hoffe ich zumindest, dass ich sie dann im Nachhinein durchstreichen kann. Fällt mir gerade auf, wir haben dann fast alle Requests abgeschlossen. Also fehlt dann halt noch hier von Paul Offermann, der schwarze Gravius auf Rang 8 mit Langschwert und Low-Rank-Niveau, mit dem ich schon mal geredet habe, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich es machen soll oder nicht. Wird dann wahrscheinlich eher so eine spontane Entscheidung, wenn ich mal wieder in dem Modus bin wie heute, wie ah, fuck it all, fuck it all, fuck it all, can't hold it back anymore. Könnte ich es durchaus mal probieren wollen. Ansonsten, wenn noch ein Fünkchen Normalität in mir drin ist, werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Aber ich denke, da habt ihr gute Chancen, mal etwas zusätzliches Fail-Material zu sehen. So, das, dieser Tag ist aber hoffentlich heute noch nicht gekommen. Fuck you, Bam! Alter Schwede, wir haben Cephalus. Der wird die Tage nicht mehr fröhlich. Alter, mein Bro, das tut mir fast schon leid. Aus der Luft gefächert. War ein bisschen übereilig, die Flashbang. Alter Schwede. Also, Respekt, dass er nicht vor Schmerzen aufgeschrien hat und einfach, verschwunden ist. Ach du Scheiße. Boom, bitch, get out of the way. Und das passiert, wenn man einen schwarzen Diablos in seiner Periode erwischt, während er wütend ist und dann selber das Fass durch Spucken von Sand zum Überlaufen bringt. Nix, was man einem klardenkenden Monster wirklich effektiv empfehlen sollte. Denn es könnte durchaus sehr schnell hier zur Neige gehen, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt nochmal kurz losrennen, ansonsten stehe ich hier nämlich ziemlich doof. Bist schon im Dauerwütend-Modus? Ernsthaft? Jetzt verarsch mich doch mal nicht. Ich habe noch 7 Schallbomben. Die würde ich ganz gerne alle loswerden. Gut, die kann ich auch noch später für andere Quests gebrauchen, aber eigentlich waren die alle nur für dich reserviert. Das war mein Mixtape, was dich richtig wegflashen sollte. Was wohl richtig denkst, boah, ein Periodenmix.
für mich? Und jetzt bist du nach 3 Liedern schon eingeschlafen. Heißt zwar, der Periodenmix war verdammt geil, aber es war nicht der Sinn davon. Erst auf Lied 5 wird's für dich interessant, wo dann so die Lieder wie Vergehen doch eingeschweißt wurden. Ganz am Ende kommt dann, wir sehen uns vor Gericht, falls dies nicht funktioniert. Aber bis dahin hast du es halt nie geschafft. Also weißt du das doch gar nicht. Warum erzähl ich das denn überhaupt? Der Diss sollte eher besser kommen. Oder sowas wie, es tut mir ja so leid. Doch du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, was leider gerade nicht der Fall ist, denke ich an die, die mir damals entflogen. Yeah, yeah. Aber na gut, auch du hast deine Berechtigung, deswegen bin ich hier mit meinem eiskalten Stecher ja auch bei dir. So anders kann man das einfach nicht formulieren. Und ich hoffe, du freust dich über mein Mixtape und meine Bling-Bling-Ohrringe, die ich dir jede Sekunde zuwerfe, in der du mich wütend anfunkelst. Und am nächsten Tag hast du dann Amnesie. Und wenn du morgen wieder meine Flashbang siehst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Das passt aber auch wirklich gut. Ich bin mir ziemlich sicher, Alligator spielt heimlich Monster Hunter. Die Lieder passen einfach viel zu gut zu diesem Spiel. Wenn man einmal so tief drin steckt wie ich. Oh fuck, das war die falsche Wortwahl. Na gut, wir haben zum Glück unsere Bling-Bling-Ohrringe, Diamanten-Diademe, Elektro-Gitarren-spielende Hunde jetzt so gut wie verworfen. Fehlt nicht mehr allzu viel und ich bin immer noch der Meinung, dass ihr auch nicht mehr allzu viel fehlt. Das könnten wir eigentlich direkt mal austesten, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich so häufig sage, sie ist fast tot, habe ich entweder recht oder nicht. Und was nun stimmt, sagt mir dann wohl gleich das Licht. Alter, du bist aber auch wirklich nicht gerade leicht zu befriedigen. So häufig, wie du hier mit sowas anfängst. Und jetzt legst du dich auch noch freiwillig hin. Ja, okay. Wenn du jetzt lange liegen bleiben wirst, kann ich dir nicht zeigen, was es so alles zu entdecken gibt. Aber so, na, eher weniger. Wenn ich jetzt ein Flashbang werfen würde, würde sie genau drin stehen. Aber das habe ich wohl jetzt verkackt. Bin mir ziemlich sicher. Innerhalb der nächsten paar Sekunden wird sie definitiv das Gebiet wechseln. Davon müssen wir sie bewahren. Oh, das war nix. Vielleicht nicht unbedingt, indem wir sie durch Schockfalle durchflitzen lassen. Da gibt es bessere Varianten. Oh, wir haben noch 2. Fuck you. Ganz ehrlich. Fuckily fucking fuck you. Aber na gut, egal. Dann probieren wir das Ganze eben gleich nochmal. Kann ja nicht allzu böse schief gehen. Ups, da kommt gleich was angeflogen. Da kommt gleich nochmal was angeflogen. Aber zack, wir sind schnell genug. Und du schläfst auf ewig. Ha, told ya. Told ya so. Ja, wie gesagt, als halbwegs guter Jäger kriegt man das halt irgendwann einfach geschissen. Da weiß man einfach, wann das Monster fangbar ist und wann nicht. Da muss es nicht mal humpeln. Da weiß man einfach, wann sie befriedigt ist und sich einfach nur schlafen legen will. Da weiß man, was man hat. Und dass man nicht mehr mit seiner eiskalten Lenkschwertchen weiter da herumstochern muss. Aber ja, wir kriegen noch ein bisschen Piskis-Reißzähne. Eigentlich auf eine Piskis-Leber gehofft, aber naja. Sorry, Bro, nochmal wegen vorhin. Das Move, Bitch, Get Out of the Way, da war ich vielleicht zur Hälfte dran beteiligt, aber war ein grandioses Bild für die Kamera. Das muss man euch beiden mal lassen. Schönes Szenario sah beinahe nicht inszeniert aus. Schön gemacht. Äußerst schön. So, tropische Bären, wir sind voll. Das ist natürlich doof. Aber genau, Honey. Du kannst doch noch ein bisschen Süßes suchen. Bisschen was mit Schokolade. Vielleicht noch was zum Spielen. Und das dann in deiner Gruppe bei den ganzen Verdienern bestimmt rumgeben. Wird sich bestimmt jeder irgendwie so ein klitzekleines bisschen freuen. So, haben wir jetzt einen Thorax bekommen? Oder ist Thorax doch... Ja, wir haben den Thorax. Perfekt. Und die Request abgeschlossen habe ich irgendwo ein Stiftchen natürlich... Oh, doch.
Neben mir liegt meine Federmappe. Was für ein Zufall! How convenient! Der Stift schreibt nicht. Da ist alles rausgeflogen, aber es kann nur meine Federmappe sein, wenn der erste Stift, den man rausnimmt, nicht schreibt. Das ist so typisch für mich. Ich schreibe nämlich immer mit allen Kulis leer und wenn die Kulis leer sind, nehme ich die nicht raus. Weil, warum zur Hölle sollte man das tun? Zuerst mal sagte, Kaktusblüte hat sie bekommen. Hallo Kaktusse, du blühst aber schön. So, Request abgeschlossen. Easy. Get on my level. Muss man nochmal wirklich eine halbwegs schwere Quest mir aufgeben. Womit wir wieder zum Thema kommen würden, Black Gravios Jäger Rang 8. Aber vielleicht später. Ich meine, ich kann nicht mal die übersinnliche Schärferüstung nehmen, weil die ist ja High Rank von Fatalis. Ansonsten würde ich es ja vielleicht noch durchgehen lassen. Aber na gut. Das hätten wir geschafft. Da können wir gleich mal schauen, was fehlt denn so als nächstes noch für die Waffe. Die wird ja noch lange nicht auf G-Rank-Niveau sein, daher, was kommt denn jetzt so als nächstes? Als nächstes kommt schon das König-Attila-Schwert. Das ist aber nicht das, was Akatorix benutzt hatte. Also, Ultimative Calamity, Infinitus, Maximus, Verdammticus. Dann sollte ich vielleicht nochmal nachgucken und euch dann im nächsten Part sagen, was denn nun wirklich Sache war. Verdammt. Das passiert, wenn man nur ganz kurz reinschaut und nicht genauer darüber nachdenkt, was man so erzählt und was man denn so machen will. Aber ein Glück gibt es ja ein paar Leute, die genau wissen, was sie uns sagen wollen, was sie tun wollen, was sie machen wollen. Deswegen geben wir jetzt Einblicke in die Welt der Fähigkeiten. Ach du Scheiße, gibt's da viele. Gut, wir machen... Hier gibt's noch mehr. Und hier gibt's noch viel mehr. Okay. Über Fähigkeiten. Fähigkeiten, die sogar ein Konga kapiert. Badumts. Auch für Affen verständlich. So wie Mathematik für Dummies. Und ich verstehe es trotzdem nicht. Oh. Wenn du jemals die Höhen des Jägerdaseins erklimmen willst, musst du die Fähigkeiten meistern lernen. Musst du das Fähigkeiten meistern lernen? So wie der Satz da steht, stimmt er, denke ich mal nicht. Herr Professor Deutschlehrer, können Sie diesen Satz noch einmal kontrollieren? Schade, dass Sie so schwer zu verstehen sind. Aber genau deshalb gibt es ja diesen vierteiligen Führer. Führer? Der Jäger wie dir dabei unter die Arme greift. Teil 1 umfasst die grundlegenden Fähigkeiten, dabei handelt es sich um besondere Begabungen, die dem Jäger in allen Aspekten seines Daseins behilflich sind. Darunter die Fortbewegung, sein Status, das Sammeln von Objekten, die Kombinierung verschiedener Materialien sowie der Angriff und die Verteidigung. Weißt du, sie einzusetzen, ist dir der Erfolg gewiss. Um eine Fähigkeit zu aktivieren, musst du mehr als 10 Fähigkeitenpunkte, ich kann es einfach nicht, gesammelt haben. Diese Punkte werden bei der Herstellung eines Rüstungsschubs festgelegt und können durch Dekorationen weit erhöht werden. Diese Dekorationen werden dann in den Slots der Rüstung und Waffen angebracht und dienen der Aktivierung von Fähigkeitseffekten. Bei Aktivierung jeder Fähigkeit gilt, dass du dafür mindestens 10 Fähigkeitspunkte gesammelt haben musst. Bei einigen Fähigkeiten können durch Sammeln von 15 oder 20 Punkten sogar noch kraftvollere Versionen aktiviert werden. Es gibt also Fähigkeiten mit nur einer Aufwertungsstufe und andere mit bis zu 3. Hast du eine Fähigkeit mit 2 Stufen, ist die nötige Punktzahl von der Fähigkeit selbst abhängig. Nehmen wir beispielsweise die Ohnmachtfähigkeit. 10 Ohnmachtfähigkeitspunkte aktivieren, K.O.-Wahrscheinlichkeit halbiert. Während 15 Punkte K.O. nichtig aktivieren, die Fähigkeit Großbereich plus 1 wird mit 10, größere Bereich plus 2 jedoch mit 20 Punkten aktiviert. Und noch etwas ganz Wichtiges. Je nach Fähigkeit können die Fähigkeitspunkte mitunter auch negative Werte erreichen. So zum Beispiel minus 10. Das musst du erstmal beweisen, dass das negativ ist.
wodurch ein negativer Effekt aktiviert wird. Bei minus 10 Ohnmachtsfähigkeitspunkten wird beispielsweise K.O.-Dauer doppelt aktiviert. Natürlich würde jeder Jäger solche negativen Effekte gern vermeiden, doch ist das leider nicht immer möglich. Dir bleibt also nichts anderes übrig, als dich damit abzufinden, dass Positives manchmal eben auch Negatives mit sich bringt, denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Eines dürfte aber klar sein: Übung macht den Meister. Indem du also so viele Rüstungsstücke und Dekorationen wie möglich anfertigen lässt, kannst du die verschiedenen Fähigkeiten ausprobieren. Sicher wird es da die eine oder andere geben, die genau zu deinem Stil passt. Schnell essen, schnell essen, schnell essen! Und Kochen-Skill. Und das war es auch schon zum Thema grundlegende Fähigkeiten. Doch als Abschiedsgeschenk lass mich dir noch von einer ganz besonderen Fähigkeit erzählen, dem göttlichen Schutz. Ich hatte dämonischer Schutz hier drin. Dank dem du bei Monsterangriffen bisweilen geringeren Schaden nimmst. Zwar ist sein Effekt nicht immer sicher, aber hier und da bestimmt von Nutzen. Damit haben wir auch schon die Folgenlänge erreicht, das heißt, der Rest kommt später, die ganze eine Seite noch übrig ist. Drei Fähigkeiten und dann kommt nur... Alter, es gibt vier über Kochen? Okay. Das wird bestimmt lecker. Natürlich Grillen, Kuchen mit Plätzchen und Muffins. Dann Panieren von Schnitzel und Klopfen von Schnitzel und Braten von Schnitzel. Und natürlich... Verdammt, nein. Zum Grillen gehört noch das Machen von Pizza mit dazu. Pizza in den Ofen schieben. Und der letzte und für die meisten Leute wichtigste Teil, das Kaltstellen von Bier. So, und damit, Just Amigos, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann mit Bescheid. Wenn ich Feedback liebt, gerne in die Kommentare. Und damit, Just Amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.